erste Hälfte des Jahres ist erstaunlicherweise schon rum und das heißt, wir müssen mal schauen, was für Bücher meiner 12 Bücher für 12 Monate Challenge ich eigentlich so gelesen habe. Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wie ungewohnt für mich, das hier zu sagen, denn dieses Video ist eines der wenigen, die nicht vorproduziert sind. Es ist Montag und dieses Video kommt Freitag online. Ich bin nämlich aktuell 5 Tage mal zu Hause. Ja, 5 ganze Tage bin ich zwischen meinen Reisen zu Hause. Und dieses Video, weil das eben jetzt zeitlich gut passte, wird jetzt direkt on the spot für euch produziert und nicht vorproduziert. Wie diese ganzen anderen Videos, denn hi, das bin ich. Ich bin Hendrik, der zwischendurch mal wieder zu Hause ist. Ab nächster Woche gibt es dann wieder den vorproduzierten Hendrik, falls ihr den lieber mögt. So viel dazu. Das Thema des heutigen Videos ist meine 12 Bücher für 12 Monate Challenge. Eine Challenge, die ich sehr, sehr gerne mache, die ich die letzten beiden Jahre aber leider nicht geschafft habe. Hoffentlich schaffe ich es dieses Jahr. Wer weiß, wir werden es sehen. Ich bin guter Dinge, aber genau abschätzen kann ich es nicht. 12 Bücher für 12 Monate heißt, ich suche mir am Anfang des Jahres bzw. am Ende des letzten Jahres Bücher raus, die ich im nächsten Jahr lesen werde. Ich muss nicht jedes Buch, ein Buch pro Monat lesen. Ich könnte theoretisch auch 12 in einem Monat lesen und dann habe ich alle weg. Das ist jetzt nicht so fest stringent eingeteilt. Es sind aber 12 Bücher und bisher habe ich davon 5 gelesen. Am 6. bin ich gerade dran. Es ist Juli, das heißt, wenn man so rechnet, 12 Bücher für 12 Monate, ungefähr 1 pro Monat. Das passt nicht so ganz. Ich hänge schon einen Monat hinterher. Mal schauen, wie das so wird. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal alle durch. Ich erzähle sie euch, warum ich sie schon gelesen habe, warum ich sie noch nicht gelesen habe und so weiter. Fangen wir an mit Jasper Ford Grau. Das ist eines der Bücher, wir machen jetzt zuerst die ich schon gelesen habe, das ich schon gelesen habe. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich werde nur kurz auf die Bücher eingehen, die ich schon gelesen habe, weil wir die ja eigentlich alle schon hier auf diesem Kanal besprochen haben. Es geht um eine Welt, in der jeder Mensch nur eine Farbe sehen kann und die gesellschaftlichen Klassen halt eben dann nach Farbwahrnehmung aufgeteilt werden. Sehr, sehr, sehr spannendes Konzept, sehr, sehr Jasper Fordig, sehr, sehr cool, sehr, sehr real und natürlich wie alles von Jasper Ford eine absolute Gesellschaftssatire. Erste Klasse, richtig, richtig gut, hat mir sehr gut gefallen. Ja, kommt jetzt wohl auch ein zweiter Band, erstaunlicherweise. Ich bin gespannt und freue mich dann auch auf den zweiten Band, der wahrscheinlich nicht mehr auf Deutsch erscheinen wird, da ja die letzten Bücher von Jasper Ford alle leider nicht mehr übersetzt worden sind. Aber auch auf Englisch werde ich hoffentlich auch viel Freude mit dem zweiten Band haben. Da ist es mir sehr leicht gefallen, dieses Buch von meiner Liste abzuhaken. Das zweite Buch, da ist es mir eh nicht leicht gefallen, das von meiner Liste abzuhaken. Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde war von vornherein vorgesehen für den Pride Month. Habe ich im Pride Month gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Ein Meisterwerk der modernen Literatur, ein Klassiker der queeren Literatur. Und ich glaube, viel dazu sagen muss ich gar nicht. Ich glaube, es ist durchaus bekannt und falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, kann ich es euch nur ans Herz legen. Gerade wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann und sich vielleicht ein bisschen mit der Zeit auskennt und auch mit den gerade den homosexuellen Aspekten zu der Zeit, ist es super, super spannend, da ganz, ganz viel zwischen den Zeilen zu lesen. Also das war eine absolut tolle Leseerfahrung. Auch kein Akt, das von dieser Liste zu nehmen. Ein Buch, das ich wahrscheinlich nicht gelesen hätte, wenn es nicht auf dieser Liste gestanden hätte, ist Der Platz in der Sonne von Christian Torkler. Torkler, ich sage immer Torkler, aber es ist Torkler. Dieses Buch hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Es hat mich total überrascht. Es geht darum, dass, also das große Grundkonzept ist, was wäre, wenn Afrika reich und Europa arm wäre. Genauer gesagt gab es in den 60er Jahren einen großen Krieg, der dazu geführt hat, dass Europa eben ein sehr rückständiges, armes, zerstörtes Land oder zerstörtes Gebiet ist und Afrika dadurch halt eben sehr emporgestiegen ist, sehr reich ist und halt eben sehr großer Wohlstand da herrscht. Und dann geht es um einen jungen Mann, der in der neuen Preußischen Republik lebt und sich dann irgendwann auf den Weg macht nach Afrika, um dort halt eben sein Glück zu finden. Und es geht ganz viel eben um Arm und Reich und der Spiegel, der einem dadurch vorgehalten wird, dass Christian Torkler eben dieses Konzept, was wir halt eben aus Europa nicht kennen, einfach auf Europa überträgt und quasi mit Sachen verbindet, die wir kennen, ist sehr, 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 sehr spannend und wirklich auch teilweise einfach sehr erschütternd gewesen, wenn man dann doch auch so seine eigenen Gedanken so ein bisschen hinterfragt, weil Christian Torkler einem da so den Spiegel vorhält. Richtig, richtig, richtig gut, hat mir echt sehr, sehr gut gefallen, kann ich nur empfehlen.
Wie gesagt, hätte ich wahrscheinlich nicht nachgegriffen, weil es irgendwie immer so ein Stück aus dem Radar geflutscht ist bei mir. Aber ich habe es gelesen und da freue ich mich, dass mir das auch so gut gefallen hat. Also danke Vergangenheits-Hendrik, dass das auf diese Liste gepackt hat. Sheldon Creech, Das Schloss der verborgenen Wahrheit, habe ich, glaube ich, im Rahmen eines Lesemarathons einfach mal so zwischendurch weggelesen. Ist eine kleine märchenhafte Geschichte für Kinder. Ganz nett gewesen. Geht um zwei Geschwister, die dann irgendwie an den Hof der Königsfamilie kommen. War, wie gesagt, einfach mal so zwischendurch weggelesen. Nichts Besonderes. Ja, war halt aber ganz gut, dass es da drauf stand. So ging das schnell vorbei. Habe Kerkeling, Ich bin dann mal weg. Ein absolut ganz, ganz tolles Buch. Habe ich in einer sehr stressigen Phase meiner Masterarbeit gelesen. Und das war sehr angenehm, denn dieses Buch ist so episodenhaft erzählt und auch so, weil es ein Reisebericht von Habe Kerkeling ist, der eben den Jakobsweg wandert, weil es so kleinschrittig und einzelne Episoden sind, die da erzählt werden, kann man das Buch auch sehr gut so nebenbei lesen. Man muss nicht bei der Geschichte, es gibt keine große Geschichte, man muss nicht die ganze Zeit dabei bleiben, man muss nicht viele Hintergründe behalten. Es ist einfach, es ist halt sehr, sehr gut auf einem langen Zeitraum zu lesen. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen und hat in dieser Zeit, in der ich doch sehr viel Stress hatte, mir sehr gut getan. Und im Großen und Ganzen war das einfach schön, dieses Buch dann in dieser Zeit zu haben. Und es ist auch ein sehr, sehr gutes Buch, das mir auch sehr viel zum Nachdenken angeregt hat und wo ich danach natürlich dachte, jetzt muss ich den Jakobsweg wandern. Aber ja, das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Diese 5 Bücher habe ich schon komplett gelesen. Ein 6. das lese ich gerade und das ist Winter der Welt von Ken Follett. Das ist der 2. Band der Jahrhundert-Trilogie von Ken Follett. Der 1. Band ist Sturz der Titanen, spielt während und um den 1. Weltkrieg. Der 2. Band Kinder der Welt spielt während und um dem 2. Weltkrieg. Und der 3. Band Kinder der Freiheit spielt während und um den Kalten Krieg. Ja, es sind verschiedene Familien, deren Nachkommen, also die Familien aus dem 1. Band, deren Nachkommen begleiten wir jetzt eben im 2. Band. Teilweise leben auch noch Charaktere aus dem 1. Band. So viel Zeit ist zwischen den beiden Weltkriegen dann ja auch nicht vergangen. Und ja, wir begleiten eben jetzt diese Familien. Es fängt an, glaube ich, 1933 und ich bin jetzt aktuell auf Seite 280 und jetzt sind wir 1937, glaube ich. Hat über 1000 Seiten, habe ich also noch ein bisschen was vor mir. Hatte ich eigentlich auch schon vorgehabt, jetzt auf meiner letzten Reise zu lesen und zu beenden. Das hat leider nicht geklappt. Ich komme aber relativ schnell voran. Der Schreibstil ist relativ einfach und nüchtern, sehr plakativ. Es gefällt mir bisher noch nicht so gut wie der 1. Band, was ganz, ganz viel auch einfach mit verschenktem Potenzial zu tun hat. Ich finde, es ist sehr einfach, das NS-Regime und die Machtergreifung Hitlers und so weiter, alles als sehr dunkel und als sehr böse darzustellen, was es natürlich auch alles war, so das will ich jetzt hier gar nicht sagen. Ich finde, es ist nur nicht spannend zu lesen, wenn einfach alle Charaktere gegen das NS-Regime sind. Und das klingt jetzt total bescheuert und natürlich ist es gut, dass die alle dagegen waren und so weiter und so weiter und ich bin natürlich auch dagegen, das will ich gar nicht sagen. Ich finde, es ist nur von einer Geschichte, also von Geschichte, vom Sinn der Geschichte, der Story, ja, es ist nicht so spannend, weil es alles sehr einseitig ist. Ich hätte es viel spannender gefunden, wenn wir vielleicht, weil ne, die Leute, die Nazis, sind ja nicht an die Macht gekommen, weil alle gegen sie waren, sondern es waren genug Leute auch dafür. Und das ist ja das große Ding, ne? Das vergisst man so leicht. Alle können im Nachhinein immer sagen, ja, wir waren dagegen und oh, wir haben dagegen gekämpft und bla 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 bla. Und klar, das haben auch Leute gemacht, aber es waren auch Leute dafür. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Und ich finde, diesen Aspekt stellt Ken Follett nicht gut genug dar. Weil das sind, zumindest bisher, wirkt das alles immer so ein bisschen so, ja, die blöden, bösen Nazis, die haben irgendwie keine Ahnung, aber irgendwie sind sie dann doch an die Macht gekommen. Und irgendwie wird das nicht so richtig dargestellt. Und es wäre viel spannender gewesen, wenn man vielleicht so eine Wandlung hätte mitverfolgen können, wie vielleicht auch ein Charakter, den wir auf dem vorherigen Buch schon kennen, ein Charakter, den wir vielleicht auch mögen, wie der vielleicht dieser Nazi-Propaganda irgendwie so ein bisschen anheimgefallen wäre und da erst für gewesen wäre und dann wären wir als Leser vielleicht total überrascht und schockiert, oh Gott, wie kann der dem denn nur verfallen? Und das hätte dann aber eben so ein bisschen Verständnis hervorgerufen und dann hätte man das wieder gegenarbeiten können und dann hätte der vielleicht die Seiten gewechselt und so weiter und so weiter. Bisher ist es alles sehr schwarz-weiß und die Erzählung an sich ist sehr, sehr einfach in der Art der Erzählung. Und ich finde, es ist jetzt nichts, bisher ist es nichts,
was ich, wo ich sagen würde, das ist sehr außergewöhnlich, das ist sehr, so wie es im ersten Land war. Es ist bisher alles nur sehr, sehr einfach. Und das stört mich noch ein bisschen. Ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen legt. Es gab jetzt eine Storyline, die ich sehr, sehr spannend fand. Die ist leider ein bisschen, ja, ausgeschöpft worden. Ich will aber jetzt auch noch nicht so viel urteilen, denn es sind erst 280 Seiten rum. Also ich habe noch nicht mal ein Drittel geschafft. Da kommt noch was und ich glaube auch, dass da noch viel Gutes kommt. Bisher sind das aber erstmal so meine Eindrücke. Ja, so viel also dazu. Und dann kommen wir jetzt zu den Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Und ich sage euch kurz auch immer noch mal wieder die Gründe. Da haben wir als erstes Jen Lyons, Der Name aller Dinge. Das ist der zweite Band der Drachengesänge-Fantasy-Reihe. Und diesen Band habe ich noch nicht gelesen, denn ich plane den in einer Leserunde mit der lieben Steffi vom Instagram-Account Bücher zu lesen. Ja, und da warten wir noch auf den perfekten Moment. Wir hatten beide so viel Stress jetzt in der ersten Jahreshälfte. Jetzt bin ich immer noch auf Reisen. Ich denke, vor November wird das nichts. Und deshalb wartet dieses Buch dann noch bis November, bis wir es dann gemeinsam lesen. Es ist ein waghalsiges Projekt für eine Leserunde. Hat, glaube ich, hat 900 Seiten. Das wird ein Projekt. Wir werden es schon irgendwie hinbekommen. Ich bin sehr froh, dass die Steffi vorhat, vorher nochmal den ersten Band zu rereaden. Denn ich glaube, dann kann ich sie ganz viele Sachen fragen. Denn so viel habe ich dann aus dem ersten Band auch nicht mehr behalten und ich hoffe, dass wir dann vielleicht wenigstens in so einen regelmäßigen Turnus kommen und es schaffen, dass die Reihe dann schneller weiterzulesen, denn es ist wirklich eine sehr, sehr komplexe Reihe. Ja, dann haben wir Land of Stories Band 1, die Suche nach dem Wunschzauber von Chris Colfer. Dieses Buch, da warte ich schon ewig drauf und der einzige Grund, warum ich das noch nicht gelesen, es sind zwei Gründe, warum ich es noch nicht gelesen habe. Grund 1 ist, dass ich Angst habe, ich lese diesen ersten Band und habe so Bock auf den zweiten Band, dass ich dann traurig bin, dass ich den zweiten Band nicht habe. Und Punkt Nummer 2 ist, dass man dieses Buch einfach, dass es sich nicht lohnt, dieses Buch irgendwo mit hinzunehmen. Und das hat zwei Gründe. Zum einen ist es ein Hardcover, ist relativ groß und relativ schwer, aber es hat nur 400 Seiten, ist ein Kinder- und Jugendbuch relativ groß geschrieben. Das heißt, ich werde da nicht sehr lange dran lesen. Ich nehme, also wenn ich auf meine Reisen dieses Buch mitnehmen würde, würde ich sehr viel Platz und Gewicht investieren, um halt nur relativ wenig Leseerfahrung rauszubekommen. Und das ist aktuell immer so die Abwägung, die ich mache, wie viel Leseerfahrung kriege ich oder wie viel Lesezeit bekomme ich aus diesem Buch heraus. Und da dieses Buch sehr groß, sehr schwer, sehr unhandlich, aber mit relativ wenig Seiten und wahrscheinlich einem relativ leichten Schreibstil ist, werde ich da nicht so lange dran lesen. Deshalb habe ich es noch nirgendwo mit hingenommen. Ein ähnlicher Grund ist bei dem nächsten Buch, warum ich es noch nicht gelesen habe. Das ist Die Säulen der Erde von Ken Follett, ein Buch, wo ich wahrscheinlich auch nichts zu sagen muss. Dieses Buch wartet auf meine große Reise. Das werde ich mit auf meine große Australienreise nehmen, jetzt in ein paar Wochen. Und dafür hebe ich mir dieses Buch auf. Da ich unter anderem mit einer Freundin dahin reise, die auch Lust auf dieses Buch hat, dann können wir uns das zum Beispiel schon mal teilen. Das, ne, spart natürlich Gepäck. Wenn wir beide das Buch mitnehmen würden, dann wäre es natürlich viel mehr Gepäck, als wenn wir das halt eben so ein bisschen aufteilen. Und es ist sehr dick, hat sehr viele Seiten, aber die Seiten sind sehr dünn, es nimmt nicht viel Platz weg und es wiegt halt im Vergleich auch nicht so viel. Und ich glaube, ich habe da einfach sehr lange Zeit dran zu lesen, 1150 Seiten. Da lese ich sehr lange dran, aber es nimmt halt eben dementsprechend nur sehr wenig Platz weg. Das ist sehr, sehr gut. Dann haben wir Schiffbruch mit Tiger von Jan Mertel. Das Buch habe ich schon angefangen. Ich bin gekommen bis Seite 68 und habe dann irgendwie, es war nicht der richtige Moment. Ich habe das auch während meiner Masterarbeit angefangen und es hat nicht gepasst. Es passte nicht in diese Zeit. Ich war nicht in der Stimmung dafür, für diese doch sehr philosophische Geschichte. Das ging nicht. Und deshalb habe ich es erstmal beiseite gelegt und ich werde es dieses Jahr noch weiterlesen. Aber aktuell ist nicht die Zeit dafür. Ich werde es auch nirgendwo mit hinnehmen. Das heißt, das wird dann frühestens im Oktober gelesen, wenn ich wieder da bin. Charles Dickens Geschichte zweier Städte ist ein Buch, das ich jetzt auch mit auf meiner letzten Reise hatte, immer so als Pufferbuch. Das Buch ist nämlich sehr, sehr dünn, sehr, sehr klein, sehr, sehr leicht, hat aber 500 Seiten, ist sehr, sehr klein geschrieben und ist ein Charles Dickens Buch. Das heißt, da werde ich relativ lange dran lesen, weil es ja doch ein sehr altes Buch ist. Eines der meistverkauften Bücher der Welt übrigens. Deshalb wartet dieses Buch noch auf seinen Einsatz, wird mich auch auf mehreren Reisen noch begleiten und dann irgendwann hoffentlich mal gelesen werden. Und mir fällt gerade auf, dass dieses Jahr gar kein Buch dabei ist, auf das ich so gar keine Lust habe. Das war in den vorherigen Jahren immer schon mal wieder der Fall, dass Bücher auf dieser Liste waren, wo ich mir dachte so, muss das jetzt sein? Das ist bisher noch nicht der Fall.
Das nächste Buch, das auch noch ein bisschen auf sich warten muss, ist Thomas Mann, Die Bodenbrocks. Der Roman, für den der gute Thomas Mann dann eben den Literaturnobelpreis bekommen hat. Warum ich auf dieses Buch noch warte, ist ganz einfach. Ich habe meine Masterarbeit unter anderem über Werke von Thomas Mann oder ein Werk von Thomas Mann geschrieben, mich sehr viel mit Thomas Mann beschäftigt und ich habe keine Lust mehr. Ich kann aktuell nicht irgendwas von Thomas Mann lesen. Da muss noch ein bisschen Zeit verstreichen. Ich denke, das wird auch ein Buch fürs Ende des Jahres. Da werde ich das auch lesen, da werde ich es zur Hand nehmen. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Hat auch 700 Seiten, ist sehr, sehr dick, aber ich glaube, das wird richtig spaßig. Da freue ich mich also drauf. So, das sind eben die Bücher, die jetzt alle noch übrig sind, die ich alle noch lesen möchte. Und dann hoffentlich schaffe ich diese Liste dieses Mal. Drückt mir mal die Daumen, dass ich es dieses Jahr schaffe. Es wäre sehr, 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 sehr schön. Ich fände es richtig toll. Die Chancen stehen gar nicht schlecht. Kommt ein bisschen drauf an, wie lange ich jetzt noch an Die Winter der Welt lese. Ich lasse mich überraschen. Ich kann es echt nicht sagen. We will see. So. Das war's dann mit diesem Video. Macht ihr eine ähnliche Challenge? Schreibt doch mal, falls ihr auch so eine ähnliche Challenge, eine Jahreschallenge macht, in die Kommentare, wie weit ihr damit seid. Ansonsten geht's jetzt erstmal wieder über in vorproduzierte Videos, die natürlich aber genauso toll sind wie dieses Jahr auch. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sommer und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Nächste Woche vorproduziert und ich glaube, dann aber auch schon im August gibt's auch schon wieder eine Woche, wo ich zu Hause bin. Da gibt's dann auch wieder ein frisches Video, ein on-the-spot produziertes Video. So, ich freue mich, dass ihr immer noch alle da seid, auch wenn ich nur vorproduziert vorhanden bin. Und wir sehen uns nächste Woche Freitag in einem neuen Video hier auf meinem Kanal wieder und ich sage bis dahin.